Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Terranigma. Ich mach mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Yeah, ich hab die Welt gerettet. Na, lass mich mal. Geh ich mal mich feiern lassen. So. Und halt, hier war ja noch was. Na, das schauen wir uns mal an. Damit ihr euch nicht wundert, wenn es vielleicht ein bisschen was anderes, weil. Ja. Ich habe das Spiel nochmal angespielt, da ich auch meinen Speicherstand gelöscht habe. Und ja, also stört euch nicht dran. Das hat sich nicht sehr viel verändert. Scheiß Ritter, stirb! Geht doch. So. Jetzt du. Und dann du. Ja, ein bisschen straff hier. Ja, aber viel zu viel Schaden für den. Na kommt alle hierher. Und alle hier hoch in die Ecke. Na kommt. Na kommt hier hoch. Ja, fein. Wow, ich wurde mal wieder gerostet. Aber ja, war dafür alle getötet. Yeah, so, mal gucken, was sich hier verbirgt. Die Weltkarte. Polynesien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Polynesien? Und für Polynesien? Und warum habe ich jetzt eine Insel gerettet? Also, ich habe letztes Mal schon irgendwie recherchiert, dass das liegt irgendwo, doch bei Indonesien und so. Aber, was ist das? Naja, zumindest, ich habe jetzt alles geschafft, also gehen wir uns mal feiern lassen, ne? So, hallo. Krista. Ha, alles wieder heil, ne? Schöne Sache, ne? So, was haben wir denn hier? Robin, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu entstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Robin, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Okay. Aber erst soll ich die Truhen aufmachen. Wow. Er hat sie versiegelt, weil da 50 Taler drin sind. Und eine Heilknolle. Deswegen durfte ich da nicht rein, oder was? Na toll. Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Na, bla bla bla. Okay, das wissen wir ja alle schon. So. Östlich von hier. Na, schauen wir mal. Hier etwa? Ach komm, die war da vorher noch nie da, oder? Hoch. Wo ist der denn? Ah. Was ist das hier eigentlich? Gibt es irgendwas Schönes? Diese Musik. Die Erdspalte führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wieder beleben. Unglaublich! Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte. Robin, begib dich zur Oberwelt und versuche, sie zu retten. Dort angelangt, kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? So soll es sein. Kehre zurück, wenn du dich ausgerüstet hast. Okay. Warte, mal gucken, ich muss ja noch was kaufen, glaube ich, oder? Und ich gehe auch nochmal zu meiner Freundin, mal gucken, was die sagt.
Melina. Melina? Nein. Bitte komm nicht rein. Warum? Was ist denn los? Tut mir leid, Robin. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten, aber mir ist... Ich weiß nicht warum. Aber ich muss weinen. Aber eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Oh Mann. Nein. Mann. Stimmt etwas nicht. Sie weint in ihrem Zimmer, Robin. Hast du Melina etwas angetan, du Unhold? Nein, ich will nur die Welt retten. Und das passt nur nicht ganz. So ein Müll. Aber raus kommt's erstmal raus. So. Hast du was Schönes? Nee. Okay. Egal. Aber naja, wir können es ja nochmal in Zukunft versagen lassen. So. Bei der Oberwelt wird es ja bestimmt auch irgendwas geben zum Einkaufen. Hey, Robin, du, ich werde in deine Zukunft schauen. Okay. Ich sehe eine zerstörte Landschaft. Vor dir liegt eine lange Reise. Na toll. Okay, na dann werde ich mal gehen. Auf zum Weisen. Und weg von dieser Welt. So ein Müll. Okay. Okay, Weiser, ich bin bereit. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Ja, ich weiß. Ja, bla bla. Das hatten wir schon. Ja, ja. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspinner aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setze deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte, geh nun. Kapitel 2 Fauna und Flora. Wow. Soll ich mal zentrierter machen können? Wow. Okay. Na mal schauen. Portal. Was ist geschehen? Langsam öffnet Robin die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Wow. Ich bin an meinen Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft. Kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Fluffy! Klage nicht, mein Freund. Lass uns nachdenken. Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mit meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Na toll, Fluffy. Danke für diese ach so weisen Worte. Speicherpunkt. Yeah, gespeichert. Okay. Was haben wir hier? Ich muss hier doch irgendwie weitergehen. Aha. Wow. Amazonas.
also Guyana. Was ist das? Krass. Ist hier was? Oh, hier ist überall was. Eine Seele. Willkommen bei Magier. Aha. Was ist das? Lässt Blitze zucken. Ach klar. Das ist der Magier? Okay. Okay. Was haben wir hier? Lumina. Was ist los? Komm her. Wow. Jetzt, Robin. Komm doch etwas näher. Ich werde dir... Okay. Ein Händler. Okay. Wir kaufen einfach mal 4. Yeah. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Händler. Okay. Wow, Höhle. Okay, sprechen wir hier einfach nochmal. Ich bin echt... Wow, eine Höhle. Wenn dieser Baum ein Mensch war, sind diese Gänge seine Adern. Sollte ich mir mal bei dem Händler erst doch eine Waffe kaufen. Eine bessere, weil wenn ich mich eh nicht mehr heilen kann mit der... Das wäre vielleicht sinnvoller. So. Okay, es gibt keine Waffe. Brauche ich Gegengift? Ach, ich nehme es einfach mal mit. Oh Mann, es gibt keine Waffe, so ein Müll. Okay, gehen wir einfach mal hier lang. Komisches Vieh. Was ist das? Wow. Okay. Diese Viecher sind merkwürdig und eklig. Riesenblumen, sowas will ich nicht in meinem Garten haben. Geh kaputt! Rollercoaster, Blumen, Flower Coaster. Okay. Schwimmen kann ich also auch nicht. Na, da Viecher. Mich habt ihr eh keine Chance, denn ich bin Mr. Universe. Piranhas! Du bist entdeckt. Von wem? Wie entdeckt. Ah, ich habe das Geld natürlich nicht eingesammelt. Aber wie entdeckt. Ich will wissen, wer mich entdeckt hat und was mich entdeckte. Blume. Achso, okay, solange die nicht offen ist, geht das nicht. Verseucht. Behindert. Okay. Möchtest du es auswählen? Ja. Was ist das? Erhöht die KP. Setzen wir erstmal hier eine Wunderknolle ein. Ach, scheiß auf das, wir gehen einfach weiter. So.
So, XP, 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 XP. Oder auch nicht. Merkwürdig. Diese ist ja eklig. Okay, was haben wir hier? Ja. Muss ja hier irgendwie weiterkommen. Die Angst vor dem Vieh oder einfach vor dem Wasser? Ups. Das kann doch nicht sein, dass... Okay. Sicher. Klar. Hä? Ich fahre hier einfach mal runter. So. Stirb! Ich will dein Geld. Gut. Wo sind wir jetzt? Ach, warte mal, habe ich hier nie so eine Karte irgendwie? Hier, schauen wir mal. Good Fluffy, haben wir hier eine Karte? Okay, diese Karte bringt mir recht wenig. Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Toll. Acht Räume? Wenn die gegen mich eine Chance hätten. Na, geh auf. Würde mich doch verarschen. Geht doch. So. Okay. Ah, schon wieder so eine Blume. Nee. Wow, zwei. Okay, so. Hier drüber springen kann? Jupp. Okay, müsste ich eigentlich können. Okay, wenn ich jetzt hier bin. Aha. Okay. Ich bin aber rein gar nichts. Oh. Mann. Ich schaff das. Mann. Okay. Geht doch. Muss doch irgendwo was sein. Schon Viecher. Du bist entdeckt. Ja, wovon? Sagen Sie mir so oft, wie du willst, aber bringt uns mir dann gar nichts. Schlimm, dass man sich hier nie zurechtfindet. In diese Labyrinthe. Gibt es eine Möglichkeit, hier sofort rauszukommen? Die sind echt behindert platziert. Gut. Yeah, Level Up. Ranked. KP steigt um 7. Stärke steigt um 1. Glück steigt um 1. Yeah. Okay. Muss ich jetzt hier lang? Das kann aber klug nutzen. Ich kann vorher ins Wasser gehen, damit ich sowas wie unbesiegbar an sich. Komme ich auch nicht hoch. Mann, Mann, oh.
Man, hier lang? Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wo ich hingehe. Oh. Was ist denn los? Das Wasser sieht aber schwimmbar aus. Okay. Warum geht das nicht? Ja. Okay, das hätte ich jetzt fast geschafft. Also immer probier's noch. Muss da gehen. Aber jetzt. Dann eben jetzt. Oder jetzt. Nein, das geht nicht. Oh Mann. So ein Müll. Ah, hier kann ich hoch. Das ist schon mal nicht. Ja, zusammen. So. Das ist dumm, dass ich mich nicht mehr regeneriere. Das bräuchte ich eigentlich. Ah. Viecher. So. Okay, ich muss irgendwas mit diesem Felsbrocken machen. Aha, ich kann diese Viecher werfen. Das ist natürlich praktisch. So. Geht doch alle kaputt. So. Wow, 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 wow. Eine Seele. Sagst du mir was Gutes? Folge mir. Okay. Ich versuch's. Ja, toll. Genau. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo gehe ich hin? Dass ich auch jedem folgen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo kletter ich nur hin? Oh, die Musik hat sich geändert. Schön. Kann ich hier etwas schwimmen? Nein. Bist du? Danke für meine Rettung. Die Oberfläche ist verödert. Verödert? Verödert, ja. Verödet. Aber in der Tiefe entsteht neues Leben. Dieses Blatt kannst du als Flosse benutzen. Yeah, ich habe Riesenblätter erhalten. Jetzt kann ich schwimmen, ja? Du kannst nicht schwimmen? Was geht das dich an? In meiner Heimat war das eben nicht nötig. Fluffy, sei gefälligst etwas sensibler. Ich würde es so sagen. Mit dir wird es niemals langweilig. Naja. Hallo Blume. Hüte dich vom giftigen Gas, wenn du die Höhle des Molchs betrittst. Okay. Ich weiß schon, wo ich weiter muss. Dann, da war ja so ein Stell mit normalem Wasser. Da muss ich bestimmt durch. Yeah, ich habe einen Kristall erhalten. Okay, dann geht's jetzt zurück. Warum ist es eigentlich? Habe ich dem Wasser verfolgen können? Bestimmt nicht. Schön, schön, schön. Okay. Und nun geht's wieder hoch. Da war ja irgendwo so eine Stelle. Da muss ich hin. Oh, ob ich da wieder zurückfinde? Zu dem Wasser da? Aber es ist gar nicht so lang her. Also es finde ich schon. Gut. So. Okay. Kann ich jetzt hier ausschwimmen? Okay, ich kann also auch im giftigen Wasser schwimmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Lass mich doch in Ruhe. So.
war denn die Stelle mit dem guten Wasser? Das kann man die natürlich sehr, sehr schön und leicht kaputt machen. Hier? Das hier? Ja. Ich muss bestimmt lang. Warum kann ich eigentlich mit einem riesen Blatt schwimmen? Naja, schauen wir einfach mal. Noch mehr Wasser, durch das ich schwimmen muss. Okay. Gucken wir weiter. Was haben wir denn hier? Sprichst du auch mit mir? Die Oberfläche wurde verwüstet. Es gibt keinen Ort, an dem wir überleben können. Ein Tropfen dieser Quelle schützt vor Vergiftung. Robin erhält die Tor-Tropfen. Aha. Okay. Jo. Kann ich mich damit jetzt ausrüsten? Gucken wir mal nach. Tor-Tropfen. Möchtest du es anlegen? Ja. Gut. So, wo geht's denn hier hin? Aha, ein Wasserfall. Yeah, ich erhalte eine Waldweste. Was, diese Teile, das sind... Das ist nicht ernst, oder? Das sind Itemkisten? Krass. So, Waldweste, was kann die denn? Aha, zwei Verteidigungen mehr. Ja. Cool. Okay, was sagst du mir? Untersuche die Pflanze neben mir. Okay, hab ich gemacht. So, wo geht's denn hier lang? Ah, wieder eine Pflanze, die mit mir spricht. Und da kann ich hochklettern. Einst existierte an der Oberfläche ein Paradies, namens Lumina. Aha, und das Teil hier ist Lumina. Schöne Sache. Hier muss ich doch lang, oder? Ja, kletter schneller. Los, 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 los. Schon mal eingeschlafen beim Klettern. Hoch. Okay. Ja, hier war ich auch schon. Ja, was hab ich denn entdeckt? Ach, die Viecher, die sehen mich sonst nicht. Aha. Oder wie? Ach, ich hab keinen Plan. Na komm, geh auf. So. Gut, dass ich wenigstens vor Vergiftung geschützt bin. Ach, ich hab keinen Platz schon mal, wo ich lang muss. Aber okay, gehen wir einfach hier lang. Viecher. Na, ja, geht doch. Gib mir Geld. So, hier vielleicht. Ich werd bekloppt, 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 würde wohl Kronk jetzt sagen. Ich werd hier echt nur bekloppt. Naja, ich werde nicht nur bekloppt, sondern ich werde jetzt erstmal enden hier. Und weil es hier sicher ist, bleib ich hier drin. Also, man sieht sich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Es heißt Terranigma. Bis dahin. Arrivederci.